Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video habe ich mal wieder ein paar News für euch am Start. Wir schauen uns heute zwei neue Bugs, einen neuen verheerenden Cheat und das nächste Town Takeover an. Als erstes geht es um zwei neue Bugs, die aktuell mal wieder einige Spieler plagen. Als erstes gibt es einen ziemlich ärgerlichen Bug, durch welchen manche Spieler ab einem gewissen Punkt den Battle Pass nicht mehr leveln können. Das betrifft vermutlich nicht allzu viele Spieler, aber dennoch ein paar, und falls jemand von euch dieses Problem haben sollte, dann müsst ihr euch mit eurer Plattform und eurer ID auf der EA-Hilfe-Website melden. Einen Link dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wenn ihr das getan habt, dann müsst ihr einfach nur hoffen, dass EA etwas für euch tun kann. Wenn ihr diesen Vorgang nicht bestreiten wollt, müsst ihr halt einfach hoffen, dass EA schnellstmöglich einen Fix für diesen Bug herausbringt. Der nächste Bug ist nicht ganz so verheerend, aber für einige Leute, die sich den Bangalore-Skin gekauft haben, sicherlich auch extrem nervig. Es gibt nämlich einen Bug, durch welchen der Finisher von Bangalore keinen Sound hat. Dies scheint auch nicht nur ein paar, sondern alle Spieler zu betreffen, also ist es ein allgemeines Problem. Dagegen tun kann man aktuell leider überhaupt gar nichts. Wir müssen einfach hoffen, dass EA diesen Bug schnellstmöglich fixt. Hierzu muss ich aber auch sagen, dass es absolut frech ist, dass dazu noch nichts kam, denn manche Leute geben halt wirklich ca. 150 € für diesen Skin aus, und dann hat er auch noch Bugs, und man muss bedenken, dass der Skin jetzt auch schon seit fast 2 Wochen draußen ist. Wie dem auch sei, gibt es abgesehen von neuen Bugs auch noch ein weiteres neues Problem, und das ist eine neue Art von Cheat in Apex. Dinge wie Wallhack oder Aimbot sind in Apex ja nichts Neues, aber was jetzt ganz neu ist, ist, dass Hacker Spieler aus den Runden werfen können. Hier sehen wir einmal einen Clip, in dem jemand ganz normal in einer Runde in einem Fight war und dann plötzlich aus dem Nichts aus der Runde raus in den Schießstand geworfen wurde. Es scheint nicht so, als wenn es das schon sehr oft gibt, aber wer weiß, ob das ab jetzt nicht noch mehr zunimmt. Normale Hacker mit Wallhacks und so sind immer so die eine Sache, denn sie können immerhin, auch wenn schwierig, noch geholt werden oder man kann vor ihnen flüchten, aber hiergegen kann man halt überhaupt gar nichts machen, was dann natürlich sehr ärgerlich ist, vor allem wenn man in Ranked ist, ist das natürlich extrem nervig. Schreibt ihr mir speziell, wenn ihr auf PC spielt, aber gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf so einen Hacker gestoßen seid und vielleicht sogar selber schon mal gekickt wurdet. Als letztes, aber dafür denke ich interessantestes Thema für heute, geht es um das nächste Town Takeover, also das Town Takeover für Season 14. Durch eine 100% vertrauliche Quelle ist nämlich ein Bild aufgetaucht, auf dem man die Map Kings Canyon überarbeitet erkennen kann, und dieses Bild zeigt uns außerdem ein Town Takeover, und dieses Town Takeover ist, wie man oben rechts auch sehen kann, für Lifeline. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum Lifeline ein Town Takeover bekommen sollte, da sie ja eh schon eins hat, und die Antwort darauf ist, dass sie höchstwahrscheinlich sowieso kein weiteres Town Takeover bekommen wird, da das, was wir hier auf dem Bild sehen, vor längerer Zeit geplant war, aber es sich nun geändert hat, da das Town Takeover ja auf Olympus stattfand. Da dieses Town Takeover auf dem Bild aber ein ganz anderes ist wie das, was wir auf Olympus haben, ist es zumindest nicht unmöglich, dass es kommt. Dennoch denke ich hierbei vielmehr daran, dass wir dafür in Season 14 ein anderes Town Takeover wahrscheinlich für Bangalore bekommen werden. Ursprünglich war Bangalores Town Takeover ja für Stormpoint geplant, aber da das Lifeline Town Takeover zuerst kam, hat sich hier wohl was geändert. Ich persönlich denke nicht, dass das Town Takeover auf Stormpoint kommen wird, da Stormpoint eine ziemlich unbeliebte Map ist und sie in Season 15 sowieso raus sein wird. Es ist also deutlich wahrscheinlicher, dass wir in Season 14 das nach Militär aussehende Town Takeover von Bangalore auf Kings Canyon bekommen. Es könnte natürlich auch auf einer anderen Map, also auf Stormpoint oder Rand der Welt kommen, aber ich persönlich denke hierbei eher an Kings Canyon. Wie dem auch sei, könnt ihr mir gerne auch mal eure Meinung zu dieser Thematik in die Kommentare schreiben und gerne auch, auf welcher Map ihr das nächste Town Takeover sehen wollen würdet. Aber gut, das war's dann soweit auch mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst sehr gerne noch eine Bewertung oder Feedback in den Kommentaren da, und ja, danke fürs Zuende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.